bräuchten eigentlich ein neues Geheimversteck. Damit finde ich die ganze Zeit bei mir chill. Stimmt, dann haben wir mehr Platz und können geheimere Dinge besprechen. Wie ist mit dem Pfarrhaus? Das steht seit 100 Jahren leer. Okay, let's go. Wenn wir das noch ein bisschen aufpeppen, wird das beste Geheimversteck ever. Schon gehört, die Sehnebeschwörung feiert morgen ihr 100-jähriges. Was für eine Sehnebeschwörung? Na, also hier steht, dass es ein Ritual in der Nacht ist. Und man muss sich hinter einen Kreis aus Kerzen setzen, die Hände beieinander fassen und den Namen Zeynep so oft es geht wiederholen. Wenn man alles richtig gemacht hat, wird Zeynep in der Mitte des Kreises erscheinen. Wollen wir das ausprobieren? Nein, ganz bestimmt nicht. Ach, wird doch eh nichts passieren. Okay, dann treffen wir uns morgen 19 Uhr hier. Okay, bis morgen. So ein Dreieck zeichnen. Okay. Zeynep.
Hab ich doch gewusst. Passiert eh nichts. Was war das? Weiß ich nicht. Habt euch doch nicht ein, ich geh gucken. Nie wieder in dieses Haus. Ich auch nicht. Dann lass uns schwören. Ich hau ab. Shanti, wo ist mein Dior Concealer? Dann halt nicht. Ole, komm bitte ganz schnell runter. Warum? Ich erzähle es an unserem Lieblingsplatz. Okay, warte, ich komme. Bist du ja. Was ist denn? Ich erzähle es dir gleich mal. Und dann bin ich weggerannt. Aber das heißt ja, wir müssen nochmal ins Haus. Wieso? Ich habe nachgedacht und wir haben Zeynep beschworen. Das heißt, er wird uns unser ganzes Leben verfolgen. Es sei denn, wir zerstören das Dreieck. Dann können wir wieder unser Leben leben. Ich will nicht nochmal ins Haus. Es geht nicht anders.